Kann ich dir noch mal irgendwas mit meiner Superkraft machen? Nee. Ich kann gar nichts machen. Leute! Wo ist denn der Kronkorken hingefallen? Oder müssen wir einen neuen holen? Da auch nicht. Der ist doch direkt runtergefallen. Jetzt bist du bereit. Das geht ja nicht. Okay. Gut. Ich glaube, dann gehen wir nochmal rein. Und schauen, was wir da noch machen können. Vielleicht können wir mit dem Vater nochmal quatschen. Oder er geht jetzt doch irgendwie zu dieser... zu dieser Therme, vor der er so Angst hatte. Ist denn hier noch irgendwas? Noch nicht, ne? Ja, komm, wir gehen einfach nochmal rein, quatschen den Papa an. Gucken einfach mal. So, Schaufel brauche ich ja auch nicht mehr. Hey, Vater, das Spiel läuft gar nicht mehr und du hängst da immer noch rum. Aufwecken. Ach, der ist eingeschlafen. Okay. Na, dann mal los. Dad, you sleeping? Hey, wake up. Dad, come on. Huh? What? Who's there? Who's that? Dad, it's just me, Chris. Whoa, whoa. Hold on, buddy, okay? Jesus. Dad! Whoa. Fuck! Dad, are you okay? Do I look okay? No. I tripped. Can't even watch one goddamn game. Fuck! That's just great. Oh, I think I sprained my foot. Shit. Chris, why did you wake me up? You told me to wake you up. I thought you said the pine tree. Pine tree? I can't even walk in my own house, man. You should be careful when you're, you know, when you wake up. Don't be a smartass, Chris. I'm not in the mood right now. Yeah, Dad. Okay. Jesus Christ, who is that? Go answer. If it's some salesperson or some church group, you just close the door on them. It's nobody's business. This is our castle, and it's our family. Right? Right. Ach, das ist doch bestimmt die Nachbarin, Reynolds. Oh my, look at you. What kind of costume is that? I'm Captain Spirit. Of course you are. We need all the superheroes we can get. And how are you doing, Chris? Good, Mrs. Reynolds. Ah, yeah, okay. Just? Hausaufgaben erledigen, das Haus putzen, Videospiele. Just doing homework, you know? On a Saturday? I didn't know you were such a good student. Teachers must love you. I even saw you clearing the snow out of the front porch, so I hope you don't work all day. Actually, I was going for a nice walk and I thought I heard a loud noise over here. Is everything okay? Oh, den Baum schmücken. Papa ist hingefallen. Oh, Leute, sowas ist echt so schwer. Wir haben nichts gehört. Nee, ach, das kann ich nicht bringen. Den Baum schmücken ist auch totaler Quatsch. Und ich dachte gerade schon so bei der Szene mit dem Vater, so schlimm, wie das jetzt ist, und ich finde, das ist wirklich hardcore, wenn ein Kind sowas mitmacht. Man darf aber nicht vergessen, wenn man so sagt, oder man wird am liebsten den Vater anschreien und sagen, was machst du mit deinem Kind, und die Mutter ist schon verstorben und du säufst dich hier fast zu Tode.
Man darf aber, glaube ich, trotzdem nicht vergessen, dass Alkoholismus eine Krankheit ist. Also auch wenn es eine, wie soll ich das sagen, in gewisser Weise selbstverschuldete Krankheit ist, aber das ist eine Krankheit und ja, keine Ahnung. Ich war da jetzt gerade bei dieser Szene so ein bisschen im Zwiespalt. Ich dachte so, wow, schlimm auf der anderen Seite. Ja, schlimm, weil er eben krank ist, ne? Der ist nicht einfach nur ein absoluter Vollidiot, der ist so einfach krank. Und ich glaube, ich werde jetzt die Wahrheit sagen, weil vielleicht kann sie mir irgendwie helfen. Und ihm natürlich. Oh, yeah. Dad just tripped and fell. Da wird der Vater sauer sein, aber ist mir egal. That sounded like some fall. You sure he's okay? Uh-huh. He got all excited about the game. And ah, okay, er lügt aber trotzdem. I swear. Well, don't swear for your dad, honey. Leave that to him. Must be some game. I hope you have something else planned for today. Eine Tanne kaufen, am Baumhaus arbeiten. Wir werden heute keine Tanne kaufen. Naja, oh, ich yeah. kann ja hoffen. Me and my dad are gonna go buy a real pine Christmas tree. No. Oh, that sounds like fun. Stephen and I better get one so we can start decorating. Oh, I love this time of year. Me too. And Dad said we could get the best Christmas tree on the lot. You certainly deserve the best Christmas tree. And if you need any extra decorations, we have a surplus. Ooh, oh, that would be awesome. Sie ist voll lieb. Well, I'm glad to see you're taking care of your father. Of course. We're both on the same team. You're a good son, Chris. Listen, Chris, I'm only steps away from your house. Ah, okay, sie ahnt es. If you ever feel scared, you can come visit us anytime, day or night. Understand? We're here for you. Okay. Sure. Thanks. Thanks, Claire. I promise I'll see you later. So what did that nosy bitch want? Nothing. Oh, nothing, huh? I was listening. I heard it all. You could have gotten rid of her. I tried. Man, I bet you wanted to tell her what a shitty dad you have, huh? No, she just wanted to say hi. I didn't say anything, Dad. I swear. Dad, please believe me. Jesus, stop that whining. You're not a baby anymore. Oh, boo-hoo, Daddy. Believe me. Grow up. But I... Just like your mom. Every time I look at you, every time you talk... Stop it. I see your face. Why? And if it wasn't for you, she would have never taken the car that day. Never. Oh, hey, Chris, look, hey, I didn't mean that, buddy. Yes! Yes, you did! No, listen, Chris! Thank you.
Wasser. Ich bin am Heulen. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Boah, war das heftig. War das heftig, was der Vater gesagt hat. Ey, ich komme nicht drauf klar. Holy shit. Ja, es tut mir leid. Ich bin gerade echt fertig. Ja. So. Jetzt aber erstmal was anderes, damit ich überhaupt was sagen kann. In der ersten Folge, ganz am Anfang, sage ich noch so, ja, ich hau alle Folgen an einem Tag raus. Dann gucke ich so nach, also weil ich dachte, das Spiel geht nicht so lange, dann gucke ich so nach und denke so, oh nee, du hast dich total vertan. Das Spiel geht ja doch irgendwie viel länger und es werden ja doch mehr Folgen. Und ich dachte, es wäre jetzt, ich weiß auch gar nicht warum, vielleicht weil das jetzt so relativ kurze Zeit nach der E3 kam, dass man ja so gar nicht wirklich mehr Infos irgendwie hatte, als das, was man da gesehen hat. Von daher bin ich jetzt überrascht, dass es jetzt zu Ende ist und dass es anscheinend ja mehrere Kapitel gibt, Episoden gibt, wie auch immer. Das ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. Deshalb bin ich, wie gesagt, sehr überrascht gerade, dass es vorbei ist. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich natürlich die drei Folgen, ich gehe jetzt stark davon aus, es sind drei, hätte ich die natürlich doch alle an einem Tag hochgeladen. Aber ich dachte, es wären mehr. Ach, ist ja auch egal. Oh, Leute. Ist das heftig. Wirklich. Boah, also das hat mir jetzt echt, was der Vater gesagt hat, das hat mir sowas von den Rest gegeben. Nee. Aber ansonsten, ja, einfach nur gutes Spiel. Es versetzt einen sofort in dieses Life is Strange Feeling. Die Musik ist halt toll. Ja, der Chris ist niedlich und toll und ich mag das. Und wie schön das jetzt am Ende war mit den Nachbarn. Ich bin mir nicht sicher, ob das sein Freund ist, also der Hell. Könnte ja sein, vielleicht auch so einfach nur ein Nachbarskind. Aber auch das war so ein Moment, wo ich mir dachte, weißt du, der andere Junge steht da jetzt mit seinem Vater im schön geschmückten Garten und die machen da was. Und ja, der Chris hat gerade erst von seinem Vater, ja, sowas zu hören bekommen. Ich mir denke, ja, krass. Und mit der Mutter... Ich bin immer noch im Überlegen. Wie gesagt, ich werde auf jeden Fall gleich mal nachschauen, wie das nochmal mit dem Unfall von William war. Und ansonsten... Ja, keine Ahnung. Also, jetzt Fortsetzung folgt. Habe ich es nicht kapiert? Oder kommt jetzt gleich Episode 2? Ich weiß es nicht, Leute. Ich fühle mich gerade ein bisschen daneben. Wirklich. Also, ich kann euch nur raten, das war ja auch so ähnlich bei... Another Lost Phone oder Normal Lost Phone, also so wirklich ernste Sachen. Wenn ihr jemanden kennt, der zu viel trinkt, dann, oder eure Eltern oder eure, weiß ich nicht, Geschwister oder Freunde oder wie auch immer, dann versucht da auf jeden Fall zu helfen. Ich kann euch nicht sagen, was am besten ist. Wahrscheinlich ist es schlecht, die Leute darauf anzusprechen, hey, du trinkst zu viel. Bringt wahrscheinlich nicht allzu viel, aber ich habe keine Ahnung. Aber, ja. Oh, das ist die Mutter. Oh Gott, Stich ins Herz. Nicht schon wieder. Oh Mann. Ja. Aber nichtsdestotrotz darf man auch nicht vergessen, dass Alkoholismus wirklich eine Krankheit ist. Und auch wenn man diese Menschen, sonst hat man ja immer Mitleid. Mit jedem, der irgendwie krank ist, hat man Mitleid. Aber ich glaube, bei Alkoholikern hat man nicht so das Mitleid, weil man eben genau weiß, was die im Suff so anstellen. Die werden aggressiv, die werden beleidigend, vielleicht werden sie tatsächlich gewalttätig oder ja, einfach fahrlässig, was sonst irgendwelche Sachen angeht. Und ich glaube, bei all diesen Sachen ist man dann
so schockiert und auch so sauer, enttäuscht und traurig darüber, dass man selber vielleicht manchmal vergisst, dass es halt eine Krankheit ist und dass die auch behandelt werden sollte. Ja. Och, Leute. Echt jetzt. Ich möchte, dass es weitergeht. Ich möchte, dass es weitergeht und ich möchte Life is Strange 2. Ach, es dauert ja nicht mehr so lange. September. Ach, die Zeit bis dahin, die vergeht schnell. Und ja, ich weiß nicht, ob jetzt auch hier am Ende noch sowas wie eine Statistik kommt oder so. Werden wir gleich auf jeden Fall sehen. Und ich muss sagen, Donut Entertainment haben großartige Arbeit mit Life is Strange geleistet, sowieso. Jetzt mit Captain Spirit auch. Und dann habe ich ja, ein paar von euch haben es ja bestimmt gesehen, habe ich ja mit Vampire angefangen, irgendwie vor einer Woche oder vielleicht sind es auch schon zwei, ich weiß es nicht. Was ich dann hier abgebrochen habe, weil es mir nicht so gut gefallen hat. Ich weiß nicht, so ein krasser Unterschied in den Spielen, ne? Also die eine Reihe, sage ich jetzt mal, so extrem gut und dann Vampire, das halt nicht so geil war, aber naja. Ja. Wow, also jetzt bin ich ja den ganzen Abend fertig, vor allem wenn man sich nicht so darauf eingestellt hat, dass jetzt was emotional Krasses kommt. Manchmal kann man es ja in gewisser Weise absehen, aber wenn man es nicht weiß, mich trifft das dann immer wie ein Schlag und dann mache ich das mal so fertig. Na gut, ja, ich verabschiede mich jetzt schon mal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei, wenn es weitergeht. Und ja, sollte jetzt gleich noch eine Statistik oder so kommen, dann hören wir uns doch mal wieder. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!
So, Leute, die Credits sind jetzt vorbei. Life is Strange 2. Wiedersehen mit Chris in Life is Strange 2. Okay. Ist es so, dass er ab diesem Punkt, wo er jetzt gerade runtergefallen ist vom Baum, dass er da wirklich seine Kräfte bekommen hat? Ich weiß es nicht, Leute. Wir werden es sehen, aber wir wissen, mit Captain Spirit geht es jetzt erstmal nicht mehr weiter, sondern dann mit Life is Strange. Also bis zum nächsten Mal im September dann. Tschüss!